So, meine Lieben, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Need for Speed Unbound. Ja, wir machen heute den Dienstag, also den Dienstag am Tag. Und da schauen wir mal, was wir da machen können. Ich bin momentan absolut unzufrieden mit dem Lotus, sage ich euch so, wie es ist. Ich kriege 16.000, das ist gut. Denn der gefällt mir nicht so, wie er fahren soll. Zentrale hier. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Wir haben heute erhöhte Polizeiaktivität. Na dann, zeigen wir dem Abschaum ein paar Tricks. Ja, auf jeden Fall müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht. Yo, ich habe gehört, dass viel Polizei unterwegs ist. Sei vorsichtig. Komm über Polizeifunk rein. Wir müssen Geld für uns rankarren, nicht fürs Pizzabudget des LPD. Ha. Soweit ich weiß, karre ich ja auch Geld ran. Speedy, mein Liebling. Mir gefällt dein Selbstvertrauen. Aber weniger Blabla und mehr Brummbrumm, okay? Du bist so eine Poetin, Tess. Ja, auf jeden Fall, wir müssen uns mal wirklich schnellstens überlegen, dass wir ein vernünftiges neues A-Plus-Auto machen, weil der Lotus, also im Qualifikationsrennen werden wir damit nicht gewinnen, schätze ich. Weil dafür ist er absolut viel zu langsam. Müssen wir mal gucken, ob wir unser Mitsubishi vielleicht noch irgendwie auftunen. Naja. Was jetzt erstmal unser Ziel ist, ist, dass wir die Werkstatt auf episch upgraden. Und dann gucken wir mal. Also nicht falsch verstehen, von der Beschleunigung gefällt mir dieser Wagen wirklich super. Ja, aber der Top Speed. Und meistens diese Lenkung, also mein Mitsubishi war geiler an Driften. In allem. Der Lotus hier leider Gottes nicht. Oh, das Rennen geht aber lange diesmal. Haare wie ein Esel. Ey! Los, wir müssen Harlow wieder einholen. Nee, nee, war überhaupt nicht. Ey, gib dir gleich eine Lusche. Komm, 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 gib Gas. Das mache ich zum Beispiel. Ich lenke und er macht nichts. Oh, hallo, ist ganz hinter mir. Das kann ja was werden, aber wir haben erst 50% und nicht mal. Fahr doch die Scheiße, Mann! Lenk! Also der Sprünge in diesem Spiel finde ich mal verdammt cool. Nein. Gott, ist hier viel Verkehr.
Alle keine Hobbys? Oh, das hat mir wieder Zeit gekostet. Wahrscheinlich passiert mir wieder das Glück, dass wir vorm Ziel... Hör doch auf! Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, ich merke schon. Das mache ich zum Beispiel. Der Wagen rutscht einfach aus und dann war's das. Ich verstehe es nicht. Wir müssen unbedingt den nächsten Part die Mitsubishi auf A+ machen, weil... Nee, der Lotus gefällt mir so überhaupt nicht. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber der Lotus, der... Nee. Ja, genau. Oh, die hat auch einen Unfall gemacht. Sehr gut. Oh, das ist mein Glücksmoment. Das. Oh. Hey, das ist... Oh, ich glaube, der hat wieder einen Unfall gemacht. Alle Seiten stehen auf mich. Gut. Ich habe mein Glück ausnahmsweise. Aber somit ist halt nicht im Qualifikationsrennen. Und damit haben wir es doch noch gewonnen. Also es war jetzt mehr Glück als alles andere. Sehr gut. $17.200, das ist super schönes Geld. So, als nächstes haben wir noch ein B-Rennen, das können wir gleich auch noch machen. Kriegen wir da 12.000? Ja, machen wir das als nächstes. Ausstehende Lieferung eines ultimativen Mercedes. Hast du Zeit? Oh, Mercedes AMG GT? Hab ich recht? Klar, hab ich recht. Stimmt, genau. Eine weitere Chance, Lech zu zeigen, was unsere Werkstatt drauf hat. Gib mir den Standort durch und ich drehe eine Runde. Gesagt, getan. Ich bestelle heute Abend übrigens Essen. Oh, das hat kräftig geknallt. Ja, können wir mit Mercedes gleich fahren. Noch nein, das kann doch nicht sein. Verkehrsgefährdung mit einem Lotus. Zentrale hier, wir haben Sichtungen des Zielfahrzeugs bei Douglas Park. 2440 hat mich abgehängt. Zielperson bei Douglas Park untergetaucht. Ziel gesichtet. Erledigen wir das. Das ist doch jetzt wieder ein Witz. Also, der Verkehr und die Bullen sind momentan ein bisschen nervig. Auch als ob ich da jetzt nicht wieder irgendwo hochkomme. Oh, bin ich auf der falschen Seite. Meine 6.000 Cash können wir gut gebrauchen.
Und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie der Mercedes sich fährt. Ach, schon wieder so ein Drecksbulle. Ja, ja, laber, laber. So, wir können jetzt mal Mercedes AMG fahren. Der sieht doch auch, ui, der sieht auch schick aus. Okay, 1 Minute 35 und wir kriegen 6000. Oh. Oh. Oh, hört sich schön an. Oh. Oh ja, der ist sehr schön. Wunderbares Auto. Vom Sound her gefällt er mir auch ziemlich gut. Und schön sieht er auch aus. Also ich finde, da ist nicht jetzt allzu viel Schnickschnack dran. Also, was ich da jetzt dran machen würde, wäre noch ein schöner Spoiler oder sowas, wenn es das geht. Hier, warum resettest du mich nicht? Ich sollte mir nicht so viel den Wagen angucken, sondern fahren. Ich glaube, die 1 Minute 35 können wir jetzt auf jeden Fall vergessen. Obwohl. Fahr doch, Mensch! Sehr gut. 6000. Das ist doch schön. Hey, habt ihr den Mercedes abgeliefert? Ja, der Kunde war begeistert. Tolle Arbeit verdient tolles Essen. Lust auf Pizza oder Nudeln? Oder vielleicht was von Blama Ramen? Das Restaurant von Holden Parker dem Dritten? Du weißt, was es da gibt, oder? Reichhaltige, scharfe Nudeln und Miso-Suppe. Abgerundet mit dem besten, fettarm und proteinhaltigen Lama-Fleisch. Ah, stimmt. Vielleicht lieber nicht. Ein bisschen neugierig macht mich das Lama aber schon. Okay, viel Spaß. Wir hören uns, Ryder. Oh, verdammt. Gut. Wir wollen das B-Event auch machen. Genau, was ich hier noch machen wollte, ist erstmal machen wir wieder das. Und den setzen wir erstmal wieder ganz Grip. Also Lotus und ich werden echt keine Freunde, ich sag so wie es ist. Tut mir auch sehr leid. Aber wird's halt auch machen, ne? Und das war's auch schon wieder. Fahr doch rein, verdammt! Nein! Ach, Glück gehabt! Ja. Wenn, dann wetten wir ganz oder gar nicht. Perfekt. Und jetzt werden wir gleich, wenn wir fertig sind hier, machen wir unseren Mitsubishi einmal fertig auf A+. Bisschen Geldausgeberei, aber gut. Ist halt so. Ich sage ja, unser Lotus, der und ich werden halt, wie gesagt, keine Freunde erstmal.
Mal gucken, das wird seine S-Klasse anders. Da. Nein, ich bin der Allerbeste. Ist ja nicht so, dass wir jeden Tag zusammen rennen fahren und du sagst jedes Mal, also du hast es bestimmt schon mal gemacht. Und tschüss. Erste Runde hätte ich gerade theoretisch gewonnen. Müssen wir noch die zweite irgendwie schaffen. Ey. Es tut mir so leid, Mann. Ich krieg doch das Kotzen. Das muss Need for Speed unbedingt im nächsten Update oder was auch immer fixen. Du kannst doch nicht sein, dass du überall durchfahren kannst und dann wieder da nicht. Bist du wieder mit der dicken Brummer? Ich hab gerade erst neu lackiert. Mir doch egal. Ja, aus dem Weg dann. Alter! Okay, jetzt müssen wir noch Obi einholen irgendwie. Wenn wir nicht einholen, ist das auch nicht so ganz schlimm. Aber ich versuche es. Der Obi haut mir gerade auch recht ab. Vielleicht macht er während des Rennens noch irgendwie einen Unfall, wenn wir Glück haben. Gas, Auto! Wir brauchen Windschatten und der haut uns wieder ab. Das glaube ich schaffen wir nicht mehr. Leider. Obwohl. Er hat einen Unfall gebaut. Oh Gott. Würde mich stinken, wenn ich du wäre, Obi. Mann. Ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall zurück zum Versteck. Also wir haben jetzt ausreichend Geld geholt. Jetzt haben wir noch eine Verfolgungsjagd am Arsch. Oh nein, und das ist noch ein B-Wagen. Auch das noch. Naja. Versuchen wir mal, ob wir bis dahin zum Versteck kommen. Dass wir da wieder die Bullen entkommen sind. Wir sind ja nur Beat Stufe 3. Zentrale an alle Einheiten. Straßensperre eingesetzt. Los!
Okay, wir haben da meistens ja immer wirklich Glück, ne? Ja. Genervt. Na, wir können uns jetzt einen Mercedes kaufen. Kiddo sie damals hier anschleppte, fragte ich mich, ob sie wohl hier bleiben würde. Naja, wir wissen ja, wie das ausging. Aber trotzdem, als sie den Wagen zusammenbauten, dachte ich, dass ich nicht alles falsch gemacht hatte. Guck mal, wir könnten da sogar 317 km/h raus, und das ist so ein Ding. Wir machen den jetzt mal auf A+. Würde ich so sagen, warte mal, wir haben ja hier noch den Auspuff, lassen wir aber erstmal. Hier könnten wir. Ich könnte noch einen Doppelturbolader einbauen. Das ist so die Sache, ne? Brauchen wir erstmal nicht. Bremsen brauchen wir auch erstmal nicht, würde ich sagen. So, erstmal hier gucken. So, wir haben die alles super, haben wir ja schon. Gut. Wir hätten mit 7 Gang könnten wir auf 365. Aber gut, da wären wir schon in der S-Klasse. Nee, nee. Wollen wir ja noch nicht. Wir könnten auf jeden Fall. Ja, wir kaufen erstmal so das Nötigste. Wir haben 72.000 könnten. Ah ne, wenn wir jetzt da. Ne. Schaffen wir nicht. Hier wären wir auch schon bei S. Hier noch nicht. Wer ist hier bei? Auch nicht. Ja, komm. Das nehmen wir noch mit. Und ich würde sagen, den Rest lassen wir erstmal so. Wo da werden wir. Ne, da werden wir schon wieder bei S. Okay. Ne, wir lassen ihn erstmal so. Genau, die lassen wir erstmal neutral. Die Garage wollte ich ja eigentlich upgraden. Das lassen wir jetzt erstmal. Wir gehen jetzt weiter. Ja, genau, das machen wir in den nächsten Part. Alles klar, ich wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Part. Ciao.